Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Payday 2. Ja. Und man hört vielleicht, dass ich ein kleines bisschen verstimmt bin. Was daran. Was willst du denn jetzt, du Scheißhetze? Geh mir nicht auf den Sack. Ich hab dich ausgestellt, also als Maul. So, wie ein kleines wenig verstimmt bin. Das liegt aber einzig und allein daran, dass mir das Spiel gerade ein bisschen auf den Sack geht. Weil, wie man ja am Ende der Folge letztes Mal gesehen hat, hat Payday ja gemeint, hier, ne, ich, du darfst das da jetzt nicht spielen. Ich lasse dich lieber einfach verrotten in der Hölle. Nee, ich lasse dich lieber einfach hier stundenlang am Ladebildschirm. Ich habe gesagt, nee, keinen Bock mehr. Da ist mir das Spiel schon ein bisschen auf den Sack gegangen. What the fuck? Wie, ich kann schon joinen, ey. So, wohnen die irgendwo bei mir in der Nähe? Oder warum kann ich jetzt schon joinen? So, nicht zu laut. Oh, fuck, ey. So, Junge, jetzt. Geht's mal hier richtig ab. Jetzt zeige ich aber meine ganzen Skills raus hier. So. Da ist einer. Was ich mich gefragt habe, ist, warum ich von Anfang an Schalldämpfer hatte. Ist das bei euch auch so? Also, als ihr Payday angefangen habt, falls ihr gerade eben erst angefangen haben solltet, was gerade eben vor kurzem erst angefangen haben solltet, war das dann bei euch auch so? Oder lag das nur an mir? Bin ich jetzt hier der Zivilist gekillt? Wo waren dann. Ups. Ich meine, wenn ich Geld brauche, hole ich mir einen Anton, zock dann hier, was weiß ich, Bilderrahmen auf Overkill und der macht das dann. Und Anton legt die über alle und ich stehe dabei und guck dann. So ist nicht, was ich halt brauche, sind Erfahrungspunkte. Davon nicht wenige. Stimmt, ich kann ja nicht während dem Rennen schießen. Auch nicht während dem Rennen nachladen. Call of Duty Style. Ups, Abfahrt verpasst. Leute, ihr müsst das Zeug da reinschmeißen. Du musst dein Zeug da reinschmeißen, Junge. Und nicht mitholen. Mal dem eine Tasche zu wenig war, ist mir egal. Solange ich Erfahrungspunkte kriege. Jawohl. Oh, mal keine klugen Sprüche vom Bane am Ende. Gott.
gut, okay. Ich spiele hier auch nur auf normalem Schwierigkeitsgrad und nicht auf Overkill. Juhu, Geld. Wie ich mit Geld, verdammt. Es wird da draußen schon wieder so dunkel, ey. Ich brauche jetzt kein Gewitter. Das hat man die letzten Tage erst. Kann ich jetzt nicht noch eins gebrauchen? Kann schon die letzten Tage nicht aufnehmen, weil dauernd gemeint hat, ich muss jetzt gewittern. Spasten da. Oh Gott. Ja, da tue ich mal. Also ich müsste mindestens mal bis hier hin. Deswegen, nein. Transport. So, ich brauche Transporter auch noch auf AS. Siebenunddreißigste. Und gestörter Kriegsveteran. Achso, das ist also random, welche man dafür bekommt. Anscheinend die beiden hier. Ja gut, das sind ja zwei unterschiedliche. Ah ne. Also man bekommt den hier, wenn man Lootback hat. Dann entweder zum Xmas Soundtrack einen von den drei und bei Armored Transport kriegst du auch einen von den Präsidenten. Hier. Ah, wer ist der denn nochmal? Ist das ein Nixon? Nee. 37 war nicht ein Nixon. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Dann bekommt man von jedem dann eins zufällig ausgesucht dazu. So ist denn das? What the fuck? Na, Spaß, da kann ich ja gar nicht zuordnen. Moment mal. Das ist der 37. gell? Wozu haben wir ein iPhone? Wenn der Host jetzt mal loslegen würde, wäre das auch nicht schlecht. Also ich wäre eigentlich soweit. 30. Das muss ja dann um die Jahrtausendwende 1900 gewesen sein, fast. Oder nicht? Moment, jeweils 8 Jahre. Ne, 50er Jahre. Nein, nicht Facebook. Ich habe eine Facebook-Nachricht geschrieben. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. 7. Nein, nicht 2. 30. US-Präsident. Lyndon Johnson. Wikipedia. Nochmal Juwelier. So. There's a ton of display cases. Smash and grab style. Fill those loot bags to the brim. Moment, ich gehe mal ab hier an. Moment, ich wechsle noch kurz die Knarre. Dann nehme ich jetzt was Dickes mit. So, 33. 37 waren es, gell? Richard Nixon. Sag ich doch. Was doch den Nixon? Dann ist ein, wer ist er hier? Och, leck mich am Arsch, ein Kennedy. Dann ist der ja 36. gewesen. Careful with the civilians. Let's rock and roll. Ja, ist eine gute Idee, da einfach frontal reinzurennen. Warum nicht? The display cases are smashable. Quiet, dopey.
Hit the ground, people. Hallo. Stay where you are. All right. Get in the truck. Damn, all of you down. All good. Switch on the coffee. 5x5, you're still okay. Also 2 kann ich machen. Everybody don't move. Oh Gott, da schreit einer. Ah, fuck. Ja, die da hatte ich übersehen. Ja, die Karre ist natürlich jetzt schon weg. Spast. Oh, da ist noch ein Dingens. Spielen wir mal ausnahmsweise als Richard Nixon. Seht ihr Leute, da habt ihr auch noch ein bisschen was für Geschichte gelernt. So. Packen wir mal hier ein bisschen was zusammen. Also, so, da hätten wir unsere 3 schon mal. Also ich finde die ersten 10 oder 20 Level finde ich eigentlich am anstrengendsten. Weil du da wirklich an Skills so gut wie gar nichts Vernünftiges hast. Und das geht mir auf den Sack. Könnte von mir aus so mit 10 Skillpunkten direkt am Anfang starten. Hätte ich absolut nichts dagegen. Ja, tut mir leid, Varale. Ich bin ein bisschen flotter. Ach ja. Das Gute an so geringen Leveln ist halt, dass man auch mit anderen Leuten zusammenspielt, die ein geringes Level haben und die wissen nicht, wie man andere Leute kickt. Das heißt, man kann noch so scheiße spielen an dem Tag. Man wird nicht gekickt. Sind wirklich gründlich. So, wir brauchen der Scheiß da. Gott, Alter, dauert das lange, ey. Ich hab da den ganzen Dachzeit, ey. Ich will da nicht schwarz werden, ey. Vorwarten. Aua. Man muss halt verdammt vorsichtig spielen, das ist auch noch ein Problem. Ich kann nicht mehr so Rambo-mäßig da reinlaufen. Habe ich eine Scheißrüstung an. Gleich schon tot, ey. Und ja, komm, heb doch den Scheiß auf, ey. Lass die Tasche liegen. Und lasst meine Taschen in Ruhe. Fresse, ey. Kommt, Jungs, ihr müsst schon ein bisschen was schaffen. Mein Gott, ey. Stimmt, da sind ja auch diese Huren-Sniper da oben. Somebody gotta restart it.
Karl hat die Verbindung verloren. Schwing deinen Arsch hier hin und zwar zackig. Zerrappelt es. Ich wollte schon sagen, er wollte sich etwa von mir ergeben, ey. Also ich bin Level 2, oder? Vor dem ergibt man sich nicht. Also ich weiß, was ich auf jeden Fall mache. Ich werde da garantiert nicht nochmal reingehen und dem irgendwie helfen. Ich hole mein Zeug hier und dann kann er mich mal am Arsch lecken. Der hat hier hinzukommen und zwar zackig. Wenn er nicht kommt, ist es mir auch scheißegal. So, ich bin fertig. Ich werde ihm auch ganz bestimmt nicht helfen, weil ich ja nicht behindert in der Birne bin. Jungs, kommt zurück. Kommt her. Hier hin. Hier hin. BRP 02 Gameplay tritt im Spiel bei. Ja. Toller Name. Komm, Junge, gib Gas, ich würde gerne die Aufnahme beenden. Ich glaube, ich schieße Dallas nur gerade in den Hinterkopf. Alter, zum Glück, ey. Ich hätte Kotzen gekriegt, wenn wir da noch den Scheiß abräumen müssten. Hätten müssen. Müssten, hätten. Juhu, Level Up. So langsam sollten sie das Ganze mal ein bisschen besser hier belohnen. Monolith. Oh, nicht schlecht. Immerhin schon mal schneller einen Schalldämpfer gekriegt als gedacht. Mini-Tech-Light. Dann freut euch, ihr Kinder. Freut euch sehr. Ich sage euch, das Christkind ist hier. Ne, falsch. Naja, bald ist Weihnachten hier. Ja, wie ging der Scheiß? Ja, ich weiß, ich hab's dann immer, ich singe Weihnachtslieder mitten im Sommer. Wobei es ja zumindest Sommer sein sollte. Aber es halt momentan nicht den Anschein macht. Als wäre es Sommer. Wenn ich ehrlich bin. Ich will kurz was gucken. Ab wann gibt es hier... Alter. Okay. Ich brauche auf jeden Fall... Vollstrecker. Wenn ich den online mache, brauche ich auf jeden Fall Vollstrecker. So Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.